Aber es ist auch wie verhext. Trotz stabiler Leistung und vorzeigbarem Tabellenplatz waren es heute wieder nur 14.000. Der Rest war ein paar Meter weiter zum Duschen auf Schalke. Bochum zu erkennen an den blauen Trikots, ohne den gelb gesperrten Legat. Der SFCK mit der gleichen Elf wie vor einer Woche gegen Düsseldorf und mit einem frechen Start. Das ist Axel Roos. Der erste Eckball nach 30 Sekunden. Da gab es doch noch nichts zum Haare raufen, Kalli Feldkamp. Vielleicht etwas später. Guido Hoffmann. Und da attackiert Rob Rekers etwas unsanft Tom Dooley. Das belegt auch noch mal die Zeitlupe. Aber elfmeterwürdig war diese Aktion noch lange nicht. Kaiserslautern machte das Spiel. Bochum in den ersten Minuten ausschließlich mit Defensivarbeit beschäftigt. Wieder Axel Roos, sehr initiativ in den ersten Minuten. Und erneut Eckball für den ersten FC Kaiserslautern. Doch dann kam von außen Farbe ins Spiel. Ein lauterer Fan hatte eine Rauchbombe gezündet. Schiedsrichter Aaron Schmidhuber unterbrach das Spiel. Doch nach wenigen Minuten hatten die Bochumer Polizisten mit Hilfe ihrer Videokameras den Fan dingfest gemacht. Es konnte weitergehen. Aber es war erschreckend, wie wenig Eigeninitiative Bochum hier entwickelte. Erst als Joachim Stadler, hier mit der Nummer 4, sich diesen Schnitzer leistete, ging endlich mal die Post ab in Richtung Ehrmann. Der lange Pass von Stefan Kohn auf Uwe Wegmann. Und Frank Heinemann. Das richtige Rezept, Distanzschüsse. Und Gerry Ehrmann hängte erst einmal sein Trockentuch wieder an den rechten Haken. Das Spiel wurde hektischer. Die Aggressionen auf der Tribüne hatten sich irgendwie auf den Fußballrasen übertragen. Das Foul von Thomas Kempe an Marco Haber. Es ist die vierte gelbe Karte für den VfL-Libero. Am nächsten Samstag gegen Düsseldorf hat er deshalb den Tribünenplatz schon sicher. Noch einmal diese überflüssige Attacke. 30 Minuten vorüber. So allmählich bekam der VfL das Spiel in den Griff. Walter Oswald heute wieder mit dabei. Und Peter Peschel. Der Stiftekopf, der 18-Jährige, die zweite Spitze, aber etwas zurück hinter Stefan Kohn angeordnet. Auf einmal explodierte der VfL. Jetzt berannte man das Ehrmann-Tor. Josef Nehl, in der Mitte waren Rob Rekers und Stefan Kohn mitgelaufen. Aber auch konteranfällig. Guido Hoffmann. Eigentlich eine hundertprozentige. Doch vielleicht fehlte nach langem Spurt ein wenig die Kraft für die letzte Präzision. Weiterhin der VfL. Heinemann gegen Axel Roos. Elfmeter oder nicht? Reinhard Saftig. Ich lasse mich da auch gerne überraschen, ob es ein Elfmeter war oder nicht. Ich glaube, es war ein Elfmeter. Für Schiedsrichter Aaron Schmidhuber war es keiner. Urteilen Sie selbst. Halbzeitstand 0:0, ein durchschnittliches Spiel, das jetzt aber besser wurde von beiden Teams. Rob Rekers. Es sieht so aus, als ob Rob Rekers hier von Demir Hodic attackiert worden wäre. Schiedsrichter Aaron Schmidhuber zeigt Gelb, aber schauen wir uns die Zeitlupe an. Rob Rekers versucht den Ball zu treten, aber trifft nur den Rasen. Keine Schuld, trifft aber Demir Hodic die gelbe Karte überflüssig. Freistoß, Reacek. Und Gerry Ehrmann, ein guter Schlussmann am heutigen Nachmittag. 50 Minuten waren bis zu diesem Zeitpunkt absolviert. Immer wieder diese Nicklichkeiten auf beiden Seiten. Diesmal Reacek, das Foul gegen Marco Haber. 6 gelbe Karten verteilte Aaron Schmidhuber in den 90 Minuten. Eine neue Freistoßvariante zwischen Goldbeck und dann der Schuss von Joachim Stadler. Der sitzt! Das 0:1 nach 54 Spielminuten und der Kalli kann sich darüber gar nicht richtig freuen. Schauen wir noch einmal hin. Sicherlich ein kapitaler Fehler von
Andreas Wessels, dem Bochumer Schlussmann. Schon am letzten Samstag in Karlsruhe machte er nicht die glücklichste Figur. Und er gab die Fahrtrichtung an, Reinhard Saftig. Aber Ballverlust bereits im Spielaufbau und Konter des ersten FC Kaiserslautern. Arne Goldbeck hinaus auf Demir Hotic. Sie versuchten es immer wieder. Schüsse aus der zweiten Reihe. Klar, dass die Abwehr jetzt anfällig war, die Abwehr des VfL, für Konter. Richter, auch ein junger Mann. Und Peter Peschel, Ballverlust. Guido Hoffmann. Ein satter Schuss. Das 0:2 in der 63. Minute. Und Jubel auf der Bank. Selbst Stefan Kunz feierte mit, obwohl er noch humpelt. Der SDFC Kaiserslautern, bemerkenswert. Er hatte das Spiel im Griff. Und diesmal ein Schussversuch von Marco Haber. Was war nur mit dem VfL los? Er brachte nichts mehr zustande. 2:0 Sieg der SDFCK. Andreas Wessels. Oder ging unheimlich schwer vom Boden ab. Oder war praktisch für mich wie ein Elfmeter. Ne? Nur wir hätten praktisch bei dem anderen auch mal draufschießen sollen. Ne? Aber das haben wir leider nicht gemacht.